Let's go, wenn alles läuft. Na komm, komm, komm. Ich müsste schon wissen, ob noch alles läuft. Wie es aussieht, ja. Heute sind viele online. Überrascht mich. Tja, und damit, da es jetzt läuft. Hallo Leute, mein Name ist Sozial Inzog und herzlich willkommen zu, ja, erneut Fortnite. Allerdings dieses Mal machen wir was anderes. Wir gehen nicht in die normale Welt wie normalerweise. Wir gehen in den Kreativmodus. Was übrigens nebenbei auch noch ein Level gratis ist. Wenn ich das mal nebenbei erwähnen darf. Und da habe ich mich ein bisschen rumgeschlagen. Privat. Ich habe ein bisschen so gespielt. Krieg sogar Money. Komm her. Und ja, uns fehlt nicht mehr allzu viel für den legendären Stuhl. Deswegen werden wir jetzt dieses Mal eine Kreativwelt erstellen. Es ist eine Sandbox. Mit dem. Feinde aus, Hunger aus, Temperaturen aus, Ausdauer. Keine Ausdauer. Keine Emotionen. Fallen lassen. Kreaturen an, Dorfbewohner an. Die will ich nämlich weiterhin haben, sonst sieht das Ganze dumm aus. Die Feinde bleiben jetzt aus. Wir brauchen keine Zerstörer hier. Aus. Erstelle bitte Welt 3. Für alle, die sich fragen, warum ich mich heute für Lego entschieden habe. Na, vielleicht lag es daran, dass ich heute ein Lego-Angebot abgeräumt habe. Ich habe es ein bisschen übertrieben. Aber jetzt habe ich erstmal was zu bauen, aber ich werde es wohl privat jetzt eher bauen. Ich werde mir jetzt kein Setup bauen. So wie eigentlich geplant. Da sind wir. Und da kommt Bomber. Ah, ich habe jetzt anschleichend gesagt, dass ich gerade baue. Ja, dich kennen wir ja. Moment, du bist ja gar nicht Muskelkater. Ich glaube, das hat sich gar nicht begegnet. Ich bin Farbbomber und du bist Inzok. Wie schön, dich kennenzulernen. Bauen entspannt. Bühne öffnen und platzieren, was du willst. Oh, ich brauche also keine Materialien. Dann baue ich als erstes natürlich den Dorfplatz. Dann ein paar Betten. Hi, du bist. Bett ist gemütlich aus. Hast du versucht schon zu schlafen? Also hier über Dinge zu sprechen? Dorf? Dorfplatz platziert in Dorfgründen. Baust du Dorfverbesserungen? Mehr Freunde kommen. Hey, ja, das kann ich doch einfach aufwerben. Hallo, Coolstar! Wir sind im Kreativmodus.
stammt von der Insel, oder? Das Dorf sieht sich gut aussehen. Freude. Lüdenscheitern, Fragmente, Hausboote, Grill, falls ich. Ja. So. Gegenstände. Fünf Kühe, im Prinzip große Hunde. Ja. Ich habe erstmal mich entschieden, hier erstmal ein Dorf hin zu platzieren. Es ist eine Standardwelt, aber die Gegner sind dieses Mal aus und wir fliegen einfach mal. Na gut, ich bin ein Rentier, also ein weiteres Rentier, also ist das nicht so verwunderlich. Aber naja. Ja, und wir haben heute volle Kontrolle und was zum Teufel Düsen? Da mache ich Plattform. Fortbewegung zu nutzen. Können wir uns ein Auto bauen? Ich muss eh noch ins Menü, um das heutige Livestream-Reupload einzufügen, kurz. Also brauche ich kurz einen Moment. Wir werden es gleich erfahren. Immer noch zu. Tja, aber YouTube ist gerade echt am eskalieren. Sagen wir es so, eine Menge quitten gerade. Tatsächlich. Und jetzt hat sogar MadPat gequittet. Für alle, die MadPat nicht kennen, er ist nur der berühmteste Theorie-Steller auf ganz YouTube mit über Tonnen von Channels. Und unter anderem besitzt er auch den Channel Death Battle. Der auch aus der Tiege hört. Ja, Game Theory hat aufgehört. Vic hat ja auch jetzt aufgehört durch Stress. Weitere Videos habe ich gesehen von Leuten, die verzweifelt sind an der ganzen Sache. Ich habe jetzt auch ein berühmter Animal Crossing Streamer, der damals bekannt war durch Animal Crossing, hat auch Probleme mit YouTube. Vic ist gerade in der Pause, ja, durch gesundheitliche Gründe. Wenn ich richtig informiert bin. Oh, da ist mir jemand gefolgt. Nice try, but I'm not fall for that. Verschwinde, der Code. Den Trick falle ich nicht mehr drauf rein. Vertraut niemals diesen Leuten. Ja, Vic bzw. Bladi hat tatsächlich jetzt aufgehört. Nein, nein, vielleicht hätte ich es nicht auf den Berg bauen sollen. Nein, 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 bleib stehen, nein, nein. Wenn du schon abhaust, dann kaufst du mit mir ab. Oh Mann. Warum bin ich auch so dumm und baue das auf den Berg? Gibt es eine Steuerung? Aha. Oh nein. Sag jetzt nicht, ich kann. Oh Kacke. Ja, ich hab mich schon darüber gefreut. Oh nein, nein, nein.
Oh! Denkst du, ich hab Lust darauf? Ich hab Kleinholz erschaffen. Kann man das Ding drehen? Ich wollte ja mit dem Führerschein. Welcher Führerschein? Ich hab doch schon in Go Federation keinen Lappen gehabt. Und ich meine damit der erste Mann. Übrigens darf ich daran erinnern, dass auch heute wieder ein geheimnisvoller Link ist, den ihr an einem Short hinter den Strich, den ihr bei 7 hoch kommt, aktivieren könnt. Oh, Scheibe. Hi, Chicken. Warte. Hält gerade ein Chicken ein ganzes Auto mit Düsenantrieb fest? Junge, was ist das denn für ein General Dieter? Hält einfach ein Auto fest. Sorry, Officer. I can fly. Ach so, du machst für wahrscheinlich Straße. Prüfung. Ah, keine Sorge, da werde ich nicht da sein. Wie bin ich bitte schon mit dem Auto gefahren? Was da hinten erst mein Startort ist. It's me, Serentia. Woo. Nope. Ja, Dörrbürger. Ja, ist ein schöner Charakter, aber es gibt hier auch Lego-Exklusivcharakter tatsächlich. So, nachdem wir das gespielt haben. Oh. Ach übrigens, ich habe Sachen zum Spiel erfahren tatsächlich. Die habe ich mir irgendwo abgespeichert. Moment, ich muss mal nachgucken. Es gab Informationen zum Lego-Modus. Vor kurzem, die reinkommen sollen. Ach ja, dort wurde nämlich tatsächlich geteasert, dass neben Orten wie Lego Fabrik, Friedhöfe oder Sky Gebäude, Türme, Morte und rostiale Gebäude reinkommen sollen. Außerdem neben schon einem Set, das schon im Spiel als Easter Egg vorhanden sind, jetzt auch das Lego Dreams High Schiff, was ja schon auf dem Titelbild war und ins Spiel rein soll. Einige sagen sogar, es ist schon drin, ins Spiel kommen. Das soll dann entweder als Easter Egg Prop da sein oder ja nutzbar. Und das zweite Set, was jetzt bestätigt wurde, ist der Classic Spaceship Gleiter, den unter anderem auch Benny im Lego Movie verwendet. Also dieser klassische alte Gleiter. Diese zwei wurden jetzt bestätigt, dass sie ins Game kommen und ich glaube, für Ninjago werden sie noch eine ganze Sache. Ja, Bennys Schiff kommt. Es ist eigentlich das Original von 1900 irgendwas.
in diesem Fall, aber dieses wurde extrem an Bennys Schiff natürlich angelehnt und damit kommt in gewisser Weise Bennys Schiff ins Spiel. Ich finde es natürlich interessant, dass sie die zwei zuerst gewählt haben. Natürlich, das Raumschiff ist Nostalgie und sie haben das andere Schiff zur Promotion verwendet. Einige Influencer haben eine Lego-Box bekommen mit diesem Set drin, unter anderem, und einem exklusiven Lego-Lama. Allerdings verstehe ich nicht dann, wenn man schon ein paar flugfähige Schiffe einbaut, warum tut man dann nicht noch den Ninjago-Kreuzer mit einbauen? Von allen, wenn Epic sogar danach fragt, ob Lego Ninjago gefragt ist. Und ja, das Internet hat eindeutig gesagt: Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, wie die Möwen aus Finding Nemo. Moins, 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 moins. Die wollen Ninjago, wie wir alle. Ja, auf jeden Fall. Drachen glaube ich eher nicht. Wenn, dann wird höchstens erst das legendäre Schiff kommen von den Ninjago. Ihr kennt's wahrscheinlich, das Drachenschiff, was schon mehrfach abgeschossen wurde. Aber da wäre es cool, wenn sie die Classic-Variante von erster Season reinbauen. Ich gucke gerade auch, ob ich ein paar älteren Ninjago-Sets in die Finger bekomme. Ein paar Kreise findet man noch hin und wieder. Aber eher habe ich nach Lego Dimensions geguckt. Das ist ja ein Wii U-Game, was ich habe. Das könnten wir jetzt eigentlich versprechen. Ich habe tatsächlich mir Mühe gegeben, nachzugucken, was für Charaktere möglich wären. Lego hat in der Vergangenheit einige eingefügt in verschiedene Spiele. Was wäre möglich, was nicht? Als exklusive Skins. Und ja. Ich würde mal sagen, ich habe dabei extra alle Spiele analysiert. Ja, ich war hobbylos und habe mal wieder Analysen angestellt. Das mache ich oft. Und jetzt ist die Frage, welche Serie wollt ihr als erstes hören? Ob es da eine möglich war? Ihr kennt bestimmt ein paar grobe Lego-Serien. Ich habe da von allen Zeiten mal geguckt, was möglich war. Oh, sind wie viele Teile. Während ich baue, werde ich darüber reden. Schreibt einfach eine Serie rein. Oder wollen wir gleich mit dem Elefant im Porzellanragen beginnen und Ninjago besprechen? Lego Star Wars ist doch schon drin. Und da kommen nur die Spielecharaktere rein, die schon verändert wurden. Also, das können wir gleich streichen. Also Lego IPs, die nicht von anderen geownt werden. Wenn schon, denn schon. Eine Menge. Lego Shima. Okay, da beginnen wir schon mal mit einem interessanten Theme. Ich hätte erwartet, dass er das nicht ja gewollt. Ja, Lego Shima. Da werden wohl am wahrscheinlichsten Livenaht, der Löwe, Iris, der Vogel, beziehungsweise Adler in diesem Fall. Und Croker, wenn ich es richtig im Kopf habe, das Krokodil reinkommen. Denn das waren die einzigen drei Charaktere, die mal videospielmäßig außerhalb ihres eigenen Mini-Videospiels, was nicht sehr beliebt war, aufgetreten sind und außerdem in der Ninjago-Folge auch aufgetreten sind. Wenn ich mich richtig erinnere. Und zwar war ihr Auftritt in Lego Dimensions damals. Sie wurden speziell von den Franchise ausgesucht. Und ich glaube, wenn wir Charaktere zu Shima bekommen, dann höchstens die drei. Okay, das nächste Theme könnt ihr gerne machen. Den Ketten wie auf. Hä? Wieso das? Ich will jetzt mal gucken, was wir so alles hier haben, dass man so freischalten kann. Verschiedene Thesen, Wasserbecken, verschiedene Tische. Es ist übrigens in Dateien schon eine Menge Ninjago-inspiriertes Zeug. Nein, diesen Meme kenne ich zur Abwechslung mal nicht, aber ich kann auch nicht jeden einzelnen Meme der Welt kennen. Es gibt ein Klo! Warte, der kommt von Lego Friends? Ich habe gerade eine Ladung Lego Friends Sets gekauft, weil sie extrem im Angebot waren. Und ich die Figuren eben unique finde.
Und ich kenne den Meme nicht? Wo kam der her? Lol. Naja, Lego Friends ist, wenn wir schon mal dabei sind, ist wohl die interessanteste IP. Ach so. Nämlich, das ist die einzige IP, wenn sie die alten Versionen verwenden, es könnte dann auch die neuen sein, die tatsächlich auch als Fortnite-Skins funktionieren würden. Falls zur Erinnerung, die originalen Friends waren ursprünglich richtige Personen. Okay? Gerne. Und damit wären die originalen 5 Friends tatsächlich in der Lage, als Fortnite-Skins zu erscheinen. Inklusive ihrer Lego-Form. Jetzt kommt allerdings das Problem. Die Friends-Figuren sind nicht technisch gesehenes originales Lego, wie hier im Spiel ist. Und ich glaube nicht, dass sie sich extra die Mühe machen, das Ganze umzubauen. Das heißt, das ist leider eine sehr geringe Chance, dass Lego Friends hier reinkommt. Ein Set könnte ich mir schon vorstellen, wie zum Beispiel, dass die Teile vom neuesten Gemeinschaftshaus ins Spiel eingefügt werden oder das ganze Gebäude gleich zusammen, um die Marke zu promoten, aber als Figuren oder Skins in Fortnite ist das eine große Fragezeichen. Auf jeden Fall wären dann eben die Hauptcharaktere, die 8 Main aus der neuesten und die 5 Main aus den alten, wohl die offensichtlichsten Picks. So. Dann die nächste IP, Leute, würde ich mal sagen. Freizeitgestaltung. Ja, ihr habt den Fernseher angezeigt und was habt ihr? Freizeitgestaltung? Sich einmal voll kippen. Yippie-yay. Ich hoffe, jemand muss nicht später noch fahren. Naja, kleine Erinnerung, heute gibt es auch wieder einen Code, ich glaube, das habe ich jetzt schon einmal erwähnt, der irgendwo auftauchen wird und wenn ihr ihn hinter den Strich eines Shorts einfügt, die genaue Kombination, erhaltet ihr ein geheimes Video. Eine Menge Zeug vorhanden. Kühlschrank! Wir haben hier einen Kühlschrank. Wisst ihr was? Bauen wir uns doch einfach ein Friends Haus. Wenn wir schon mal darüber gesprochen haben. Das wollte ich jetzt nicht. Ich hab's vergeigt. Ja, eben zu der Friends-Geschichte. Sehr unwahrscheinlich aufgrund ihrer anders gebauten Struktur. Wow. Ernsthaft? Das hat ja super geklappt. Ich hätte die größeren verwenden sollen. Playmobil! Nee, gilt nicht. Naja, ihr könnt ja jetzt die nächste IP nehmen. Es gab viele eigene Lego-IPs über die Jahre, also das sollte genügend da sein. Nee, Duplo wird nichts kommen. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist in Zusammenarbeit mit dem Lego-Movie, dass da ein paar Gegner erscheinen, aber das war's auch schon.
nicht. Dann machen wir es halt anders. Ja. Wenn wir schon bei Lego Movie sind, das ist natürlich auch eine IP, die sehr, sehr wahrscheinlich dazu kommt. Die wohl ersten offensichtlichen Kandidaten sind eindeutig wohl Emmett und Wystyle in jeweils zwei Stilen. Wäre das cool. Emmett einmal im normalen Stil von Teil 1 und einmal im Weltraumstil. Ich möchte da nicht spoilern. Von Teil 2 und weil's da eben einmal im originalen Stil von Teil 1 und weil's da im Stil von Teil 2. Wäre das cool. Dann wäre der nächste interessante Kandidat natürlich Bad Cop. Man kennt's. Der ebenfalls mit 2 Styles wäre cool oder gar sogar 3 Styles. Und die Styles sind einfach nur sein Kopf die ganze Zeit umgedreht. Für alle, die den Film, ersten Film gesehen haben, wissen, welche Köpfe ich meine. Das ist sozusagen seine 3 Styles. Benny, da gibt es auch 2 Styles. Einmal von Teil 1 und Teil 2. Wäre das gut umsetzbar. Und ja, der letzte, der noch umsetzbar wäre, wäre im Normaldesign, also in Bürokleidung, President Business. Sozusagen, um den Schurken mal abzuhaken. Das wären sozusagen die offensichtlichsten vom Lego Movie, die speziell gehören. Natürlich könnte man noch Rex nehmen aus dem zweiten Teil, aber der Charakter ist nicht so beliebt, also glaube ich es eher weniger. Naja, ich nur zum Teil. Das geht einfach nicht. Dann die nächste IP. Ninjago wird wohl der größte Kandidat sein. Warte, ich will es kurz machen. Ach ja, das ist übrigens auch eine Anspielung tatsächlich, Leute. Für alle, die es nicht rausgefunden haben. Wenn man springt und dann runterpuncht, die Animation, die kommt tatsächlich aus dem Lego Movie 2. Das war der Super Punch dort. Der wurde hier als Fallanimation eingebaut. Genau diese Pose. Nur weil gab es damals eine riesen Druckwelle. Sorry, wir brauchen erstmal ein Gebäude. Außerdem will ich hier nichts. Wir sind leider auf einem ziemlich runden Berg gelandet. Gleich eine Höhle.
Rosa, du kriegst deine Statue. Wir sind sowieso noch an den Anfängen. Da wird erstmal ein Haus gebaut. Man braucht einen Unterschlupf. Gate Guardian. Okay. Hä? Gebrache? Wieso Rache? Der andere Kerl und neulich. Ach so, er. Coolstar, es gibt keine Statue von dir. Der Flexer. Ich muss doch erstmal das Gebäude hinkriegen. Das wird schon schwer. Kurz da. Ich habe immer noch deinen Parasite gerade am Hals und den muss ich gerade besonders bearbeiten. Also sorry, der ist vorrangig. Sagen wir es so, der wird beim Reset eine kleine Rolle spielen, wenn alles klappt. Das wissen wir alle nicht. Der Reset kommt, wenn ich fertig bin, dass der Reset ausgeführt werden kann. Aber schätze mal hingegen in den Frühlingsmonaten damit. Diesen Winter wird nichts kommen mehr. Ihr habt euren Teil für den Winter schon bekommen. Jetzt kriegt ihr nur noch das Rätselspielchen, mit dem ihr herausfinden könnt, wodurch der Reset entstanden ist und wer da spricht. Schafft ihr es rauszufinden, könnt ihr die Wirkungen deaktivieren tatsächlich halbwegs. Ihr könnt also alle retten. Wenn ihr das Rätsel löst, ihr müsst rausfinden, wer hat die Logs aufgezeichnet. Diese Information ist Gold wert. Könnte? Ja, könnte. Nein, der ist noch nicht gekommen. Außerdem warte ich momentan auf eine Lieferung, die geliefert werden soll. Aber bisher wurde sie noch nicht losgeschickt. Ironischerweise wurde ein Ticket, den ich den Tag darauf gekauft habe, dann jetzt schon vor ein paar Minuten losgeschickt. Sagen wir es so, ich habe begonnen, eBay zu nutzen.
jetzt los? Preisvorschlag. Da will wohl jemand die Ware loswerden. Bin dabei, Setup zu erstellen. PC läuft, jetzt brauche ich nur noch ein Mikro. Oh, da kann ich dir einen Tipp geben. Für den Anfang, das ist günstig und funktioniert einwandfrei. Ich habe selbst ein paar Jahre genutzt. Das hammergünstige Mikro. Moment, ich suche mal kurz im anderen Raum meinen kleinen Zettel dafür raus, wenn ich ihn finde. Das habe ich damals benutzt. Das ist für den Start gar nicht schlecht. Und wenn mal das große Mikro kaputt geht. Das Hammer Office Headset HSP100, wenn ich richtig gelesen habe, auf die Schnelle von der einzigen Packung, die ich noch habe. Das Ding ist mir mindestens schon 8-mal während der gesamten Zeit, wo ich es genutzt habe, und das war das einzige, was ich habe, ich habe mehrere von denen, runtergeknallt und das Ding funktioniert immer noch. Also ein guter Starter. Und es kostet meistens nur höchstens 10 Euro. Für den Start eine gute Sache. Und Hammerprodukte sind die einzigen, die bei mir nie Schrott gingen. Meine Cam ist auch davon. Also, wenn du einen guten Starter brauchst, hat wohl nichts so zu erkennen, dass ich auch. Ja, könnte man so sagen. Werde erst als normaler Streamer starten. Ich als VTuber kommt dann erst später. Ja, aber denk daran. Na gut, ich hab's auch so gemacht. Aber nutze deine Cam erst, wenn du dein Modell fertig hast. Würde ich dir empfehlen. Naja, du hast ja die Chance zu Kollaps bei mir. Das habe ich dir ja schon damals gesagt, dass das möglich ist. Ich ermögliche dir tatsächlich zusammenarbeiten. Oh, ich habe schon wieder vergeigt. Eine Capture Card. Oh, das wird lustig jetzt. Capture Cards sind schwer zu bekommen. Besonders ganz besondere Capture Cards. Aber sagen wir mal so.
Die Bestellung, die ich vorhin erwähnt habe, auf die ich warte, dass sie endlich abgeschickt wird, war leider ziemlich teuer. Aber ich warte schon 4 Jahre drauf. Ja, alle Konsolen braucht einer, aber eine ganz bestimmte braucht eine ganz besondere, die extrem teuer und ultra schwer zu kriegen ist. Naja, ich gebe euch einen kleinen Teaser dazu. Darf ich den Teaser erstmal zeigen? Er hängt diesmal auf dem Bild. Ihr habt jetzt die Zeit, ihn einzufügen, während ich weiterspreche. Ihr könnt einfach YouTube auf einen anderen Tab öffnen. Denn. Ja, jetzt habt ihr es schnell abgeschrieben, dann brauche ich es ja nicht mehr zu zeigen. Ist egal, welcher Short du es eingeben kannst. Hauptsache, du platzierst es hinter einen Strich eines beliebigen Shots und dann kommst du zum Video. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Das ist schon ein älterer Hinweis, den ihr nicht gefunden habt, aber den kriegt ihr jetzt. So, aber später, ihr habt es ja schon erkannt. Also der Sch Seitenstrich und dann da der Code einfügen. Das habe ich beim letzten Mal vorgeführt, diesmal mache ich es aber nicht. Oh. Hey Leute, ich habe eine Treppe gebaut. Coolster. Such einen beliebigen Shot. Füge die Kombination hinter den Trennungsstrich ein. Und dann sollte es erscheinen. So einfach ist es. So einfach. Es ist wirklich nichts Schweres an der Nummer. Dass ich da nicht mitgemacht habe.
Also, ja, spätestens jetzt habt ihr es längst erratet. 3DS kommt, hoffe ich. Die Ware muss noch ankommen. Ich will noch nichts, ohne dass die Ware da ist, ankündigen. Aber ich arbeite gerade dran. Und wenn alles klappt, ist der 3DS dann ab nächste Woche dabei. Ich kann gerade nicht meine Tabs zeigen. Okay, ich erkläre es dir nochmal zum letzten Mal. Höre jetzt ganz genau meine Anleitung. Du gehst jetzt auf meinen Kanal in die Shorts Session. Schreib, wenn du das gemacht hast. Wir machen das jetzt für ganz langsam. Das ist eigentlich so ein einfaches Prinzip. Geh, mach einfach meine Anleitung. Geh auf meinen Kanal in die Shorts Action. Und klicke dann einen beliebigen Short an. Beliebig. Egal welcher. Hast du das jetzt gemacht? Bist du auf einen beliebigen Short irgendwo anders? Auf meinem Kanal. Ein beliebiger Short. Hallo, ich versuche dir gerade das Ganze zu erklären. Ich bräuchte aber schon die Antwort, dass du da bist, damit ich den nächsten Schritt erklären kann. Cool, Star. Hallo. Okay, du kopierst dir jetzt die Kombination ab, die du aufgeschrieben hast. Die Kopierleiste. Dann gehst du an den Short, löschst alles mit aus bis zum einen dieser Bindestriche und ersetzt das entsprechende gegen deine Kombination. Und dann erscheint das Video. Was? Wie? Wo? Wie? Was? Ernsthaft? Hä? Der Ton. Mikro ist aber noch an. Und der Ton funktioniert auch. Du kopierst dir jetzt den Code ab, den du aufgeschrieben hast. Vom Bild hast. Und ersetzt diesen bis zum Strich von hinten ausgerechnet, also den senkrechten Strich, mit dem anderen Text. Und dann drückst du auf Enter. So leicht ist das. Und dann taucht ein Video auf. Hast du es jetzt? Es ist einfach so einfach. Aber ich hab's trotzdem nicht verstanden. Oh Mann. Jetzt sollte ein Video mit dem Titel MTIEE, was zum Teufel auf was da steht, auftauchen.
Keine Ahnung, was ich mir damals bei der Kombination der Buchstaben gedacht habe. Ergibt wohl irgendwas. Hä? Das Video ist nicht verfügbar? Das steht als nicht gelistet. Dann hast du was falsch angegeben. Also ich habe gerade deinen Code getestet und er funktioniert. Du musst ihn genau eingeben, mit Groß- und Kleinschreibung genau. Oder du querst einfach deine eigene Antwort ab, wie ich es gerade gemacht habe. Du hast ihn selbst in den Chat geschrieben! Du musst ihn nur rüberziehen, rechtsklick und dann auf Kopieren. Fertig ist. Du bist wortwörtlich im Schuh. Ich hab schon extra die QR-Codes abgeschafft, damit es nicht mehr so schwer ist. Und jetzt schafft es niemand. Ihr bringt mich gerade zum Verzweifeln, Leute. Zum Verzweifeln. Habt ihr es jetzt endlich hinbekommen? Bitte, endlich. Ist da jetzt ein Video aufgepoppt? Du machst das auf der App. Ich krieg die Krise, das ist doch nicht so schwer. Ich krieg echt die Krise. Das ist das leuchteste Prinzip, was überhaupt geht. Ihr müsst literally nur kopieren und einfügen. Das war's. Junge.
Das läuft überhaupt nicht nach Plan. Sieht eher aus wie das Minispiel. Okay, einmal für Babys und Grandmas. Nein, Moment bitte. Ich mache jetzt eine Erklärung für Babys und Grandmas. Dass sogar der kleinste Säugling es verstehen kann. Deutlicher geht es nicht. Das müsst ihr machen. Das müsst ihr einfügen. Das ist der Code. Hinter den Strich. Fertig ist. Manometer. Also jetzt müsste es sogar jeder Dummy verstanden haben. Sogar Dusse Duck. Ist dasselbe! Oh Mann! Jetzt weiß ich auch, warum Parasite dich hasst! Zumindest ist das seit dem Reset so drauf! Hat es jetzt endlich geklappt, bitte? Hat es endlich geklappt? Bitte! Hat es endlich geklappt? Schon. Hat es endlich funktioniert? Sag mir bitte, dass du endlich es hinbekommen hast. Hier steht ein riesen Code vor der Nase. Jetzt kannst du es nicht mehr vergeigen.
No, das mach ich nicht mehr mit. Jetzt reiß mir. Jetzt reiß ich. Ich bin hier, Freunde. Ich hab gerade Alarm gelegt und jetzt machen wir nicht nochmal die Nerven kaputt. Nee, Rage Quit. Mir reiß. Ich schicke euch irgendwo hin. Aber Schluss jetzt. Nehmt ihr Faust. Ist mir völlig egal, was er gerade spielt. Wie ist Wasser ihm? Geht ihm auf die Nerven, mir reißt. Jetzt bin ich aber echt am Ende. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt sozial, lasst ein Abo da. Und tschüss, ich brauche jetzt erstmal eine Ruhigpause. Manometer. Manometer.